Freunde, Görki hat Essen bestellt. Er steht jetzt hier neben mir, ist nackig und ich muss das Essen anschieben. Die gute Form werde ich bald verlieren, denn das Essen hat Kohlenhydrate, Leute. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, welche. Gucken wir uns gleich an. Tanja Pizza ist zerquetscht, wie er mir das gegeben hat. Einfach so. Tafel. Weil die sagen immer so, das Ding ist heiß, aber es ist auch absolut heiß, diese Alufolie. Okay, es gibt Pizza und Pasta. Leute, ich habe keinen Bock, mich anzuziehen. Ich muss gucken. Das ist erstmal Kohlenhydrate für mich nach 18 Tagen. Ich werde gleich den übelsten Zuckerschock wahrscheinlich kriegen. Geil. Und jetzt guckt mal hier. Pasta und Pizza. Ey, ich habe das so vermisst, ne? Ich schwöre es euch, die nächste Zeit Käse nur noch auf Pizza. Und das ist einfach mein Schnitzel. Ist da schön Zuckersoße drin. Leute, ich bin wieder Mensch, ohne Witz, ich hab das vermisst, ne? Ohne sowas kann ich nicht. Wir machen gleich bei den ersten bis Kohlenhydraten nach 18 Tagen. Ich werde ausrasten. Wahrscheinlich werde ich heute Nacht Albträume kriegen wegen Zuckerschock, aber ich find's geil. Leute, ich bock mir mich jetzt hier noch anzuziehen. Ich mach den ersten bis Kohlenhydrate nach 18 Tagen. Jetzt so für euch. Guck mal. Was hast du denn hier drauf? Du hast. Also mein Standard ist ganz normal immer Hähnchen. Zwiebeln und Brokkoli. Ja. So. Das ist typisch so Bodybuilder-Pizza. Erster Bissen, Leute, gleich Zuckerschock feiern. Oh. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für deinen Magen, Christoph. Endlich wieder essen. Weißt du, woran du mich erinnerst? Nee. An David Hasselhoff. Oh, Taki! Hallo, mein Schatz! Hallo, Taco! Nee, er kriegt nichts, Christoph. Endlich wieder essen, Papa. Richtig, die echte Essen. Die Hälfte vom Essen ist weg, ne? Und nur so mal, um euch mal ein Gefühl davon zu geben, wenn man 18 Tage keine Kohlenhydrate gegessen hat und sich dann Pizza und Pasta reinhaut. Ich schwöre es euch, Leute, das Gefühl ist gerade so ein bisschen wie auf Booster. Es ist, wie ich gerade, als ob ich einen Booster gesoffen hätte. Ich bin gerade so richtig aufgedreht, also so richtig hippelig, es kribbelt so in mir. Ich merke auch die Verdauung so ein bisschen mehr. Also gut ist es safe nicht, sofort wieder mit einem Overkill an Kohlenhydraten und Zucker reinzugehen. Aber es ist irgendwie auch lustig. Also, ne? Also wie gesagt, macht das nicht nach. Macht immer so einen schleichenden Übergang besser. Fange ich mir ein bisschen mehr an. Aber ich dachte, bei Pizza und Pasta, das ist mein täglich Brot eigentlich immer gewesen. Das muss sein. Aber es ist gerade lustig, dass du merkst, wie der Körper reagiert. Und es ist gerade, als ob ich mir gerade Koffein reingezogen hätte, ohne Ende. Ich bin gerade so richtig gefühlt so aufgedreht und hibbelig. Diese Befriedigung, ne? Einfach diese Dopaminausschüttung von dem Zucker und von den Kohlenhydraten. Ich hab's für mich. Ich fühle mich jetzt zwar vollgefressen, aber ich fühle mich befriedigt, glücklich. Ich kann gleich so mit gutem Gefühl ins Bett gehen und schlafen. Und davor war ich immer nach dem Essen so richtig unbefriedigt, war so richtig schlecht noch gelaunt nach dem Essen. Dachte, was war das denn jetzt für eine Scheiße, was ich mir da gerade reingezogen habe? Jetzt bin ich nach dem Essen glücklich. Das ist immer so ein schöner Tagesabschluss. Das habe ich vermisst. Also, das ist natürlich auch wie so eine Droge, so ein bisschen, muss man ja eingestehen. Aber es ist geil. Also, es befriedigt mich einfach. Also, ich fühle mich jetzt danach gut. Okay, oder? Jetzt kannst du gut schlafen. Ja. Ist noch was Süßes? Ja, bestimmt. Jetzt geht's wieder los, oder? Jetzt geht's wieder los. Das Traurige ist, wir haben nichts zu Hause. Ach, ich werde schon noch was finden. Alles ist besser als das, was ich die letzten Tage gegessen habe. Glaub mir. Taco muss jetzt raus, Pipi Kaka. Christoph ist immer abends dran. Runde. Guck mal. Das ist spannend, weil das Volumen durch die Carbs und das Wasser, ne, was sie ziehen, auch viel höher ist. Da muss ich sagen, ne, Keto hatte auch seine Vorteile. Also das Essen hat nicht so krass umgehauen, dass man danach quasi rollt, wie ich das jetzt tue. Es ist wirklich ein Unterschied. Also ich merke sofort, nach dem Keto-Essen habe ich mich ein bisschen wohler gefühlt. Aber egal, okay, das ist ja nichts Neues. Hab wieder einiges zu verpacken und zu tun. Wird ein cooles Wochenende, denn gleich kommt mein Kumpel Rafa. Podcast müssen wir auch mal wieder aufnehmen. Ey Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, ne? Mit der Pizza und so und mit diesem Keto-Brechen. Beste Entscheidung meines Lebens. Ich fühle mich einfach besser. Ich fühle mich glücklicher. Ich freue mich wieder auf den Tagesabschluss, dass ich mir abends was Leckeres zu essen gönnen darf. Es war wirklich wichtig, das für mich zu machen. Also
ich grinse viel mehr am Tag und einfach, ich glaube, die Aufstrahlung, man merkt das auch. Das war das Beste, was ich machen konnte, diesen Kack für mich abzubrechen. Deswegen, ich nehme euch mal ein bisschen mit in mein Wochenende. Rafa kommt vorbei, morgens ein Fotoshooting in so einer Creo-Box. Ein bisschen Werbung, da bin ich Model Sheesh, nehme ich euch auch mit. Und lecker Essen gibt es dann heute. Und das war auch für mich ein Grund, wenn ein guter Kumpel, vielleicht sogar der beste Kumpel vorbeikommt, dass ich auch ans lecker Essen gehen kann und ich dann nicht irgendwie auf ein Steak angewiesen bin oder so ein Bullshit, ne? Lecker. Kong Strong, Leute. Übrigens, es gibt auch ein bisschen was zu erzählen. Wir in Barcelona haben wir gebucht. Wir wollten ja auswandern. Und diesen Probemonat, den haben wir jetzt schon ausgemacht. Flüge sind gebucht. Also ein bisschen was zu bequatschen gibt es auch. Sei es der Trapez mit Facebook oder nicht so. Digga! Scheiße, Mann, Alter! Was ist denn los heute hier? Die Krise! Boah, Mann, Mann, Mann! Ihr sollt euch komplett auf diesen Muskel fokussieren. Also macht mehr Isolationsübungen sitzen, wo ihr den Kopf abschalten könnt und den Muskel vernünftig trefft. Woo! Endlich, Alter. Manchmal ist das wirklich eine schwere Geburt. Ich raste aus. Was hast du mir da reingemacht? Ich habe auch einfach eine geheime Mischung gemacht, Leute. Am geilsten findest du Peter Aladin, ne? Alter, er hat mir hier irgendwas reingemacht, das kribbelt wie keine Ahnung was, Alter. Also wahrscheinlich doppelte Scoop-Menge oder sowas hier. Das ist mal gut, wenn du für andere den Booster machst. Wir gucken hier übrigens neue Reiseziele. Rafa, wo geht's dieses Jahr für dich noch hin? Im Mai auf jeden Fall nach Indonesien für 3 Wochen. Und zu Sheng und Sabi, ne? Genau. Und vorher dich besuchen in Barcelona. Stimmt. Wir haben schon, weil wir in Barcelona sind, schon ganz viele Leute eingeladen. Aber Rafa kommt auf jeden Fall bei. Da gucken wir. Jetzt machen wir erstmal Training. Dann fressen wir uns voll. Stell dir vor, ich würde jetzt noch Keto machen, Rafa. Könntest du mich gleich so wie so einen Haufen Elend dabei sehen, wie ich so ein Stück Fleisch mit Butter esse? Läuft. Podcast müssen wir wieder machen, Rafa. Die Leute fragen. Alle 2 Wochen haben wir noch gesagt. Alle 2,5 Jahre. Was essen wir nachher? Shawarma. Irgendwas, was reingeht, ne? Ja. Muss rein, so weiter. Rafa meint gerade, einmal noch 25 sein. Ja, das wäre das bestes Jahr, bestes Leben. Rafa, bist du ja noch ein Jahr älter. 25 Jahre. 36? Ja. 35? Ich sag dir eins, in 10 Jahren sagt man, einmal noch mal 37 sein. Man hat immer so das Gefühl, man will was, was man nicht hat, ne? Ja, aber man merkt mit dem Alter, man bekommt schon so ein oder andere Wehwehchen halt, ne? Wehwehchen, aber bist ja noch schon gut dabei, Rafa, muss man sagen, ne? Hast du die letzten Jahre hast du wieder ein bisschen Gas gegeben? Ne? Kann man schon sagen. Auf geht's. Ich bin heute bei Fahrer. Wir müssen geiles Essen nachholen. Ich habe 18 Tage nichts essen dürfen. Rafa, zum ersten Mal richtig geil syrisch heute, oder? Boah, richtig geil, machen. Arabischen Shawarma ballern wir uns rein. Beim besten arabischen Shawarma, den es gibt in Berlin. In der Sonnenallee, auf ins Ghetto nach Neukölln, wo Silvester Krieg war. Vielleicht brennt es da ja noch. Wir gucken mal. Rafa, erster Eindruck von Neukölln? Parkplatzsuche ist ziemlich beschissen. Du hast auch schon Schniedel gerade gesehen? Ich habe gerade jemanden hier einfach auf die Straße pissen sehen. Geil. Ich dachte so schade, dass ich es nicht gefilmt habe. Aber im Endeffekt können wir noch 10 Minuten weiterfahren und wir sehen bestimmt noch 5 Leute auf der Straße pissen. Das ist halt Neukölln. Ne? Das ist eine öffentliche Toilette. Aber ich feiere das. Also man muss, Neukölln muss man lieben. Also ich könnte sogar hier hinziehen. Auch trotzdem ganz den Stress und Kriminalität. Ich feiere einfach dieses Multikulti und das geile Essen hier. Ich bin da voll dafür. Also ich finde das geil. Viele hassen das, aber ich finde es geil. Da guck mal, schon wieder Polizei oder Krankenwagen. Schon wieder Messerstecherei hier. Here we go, Rafa. Aldi Maschki. Erstmal böllern, komm. Erst wir sind Neukölln. Bester Laden, Leute. Wir gehen rein. Guck an. Das Fleisch. Bestes Fleisch. Guck dir das an, Rafa. Geil, ne? Also, Nock ist gerade gekommen. Was willst du sagen? Dass wir beide ganz anständig aussehen und Christoph kommt einfach in Jogginghose und Uli aus Berlin.
vor allem in Köln. Da ist Jogginghose normal. Also du fällst auf, wenn du dir keine anhast. Ist auch der beste, ne? Der beste syrische Shawarma. Es gibt auch libanesische Shawarma. Ist mit mehr so eine Gurke drin und mit so Gemüsezeug. Das ist syrisch, ist einfach nur Knoblauch, Fleisch, Brot. Was ich mich aber frage, Christoph, ist, wieso kann man hier nicht mit EC-Karte bezahlen? In ganz Neukölln kannst du nicht mit EC-Karte bezahlen, weil das natürlich alles an der Steuer vorbeigeht. Eigentlich relativ klug, sollte ich auch mal so machen. Da freut sich der Lindner, freut sich der Lindner. Der Lindner freut sich, aber der macht ja auch alles ein bisschen krumm, habe ich gehört. Dankeschön. Danke dir. Also jetzt normale Cola auch noch dazu, das ist jetzt Kohlenhydrat Overkill. Ich glaube, du hast Falafel. Ich habe arabisch Shawarma, das ist das Geilste. Da ist quasi das Shawarma-Fleisch mit Knoblauch in dem Brot drin. Ganz viel Pommes dazu. Hier auch nochmal. Schnell noch beim Späti gewesen. Leute, ich kann keine normale Cola trinken. Das geht einfach nicht für mich. Ihr Opfer trinkt echte Cola. Ich hätte extra eine geholt. Ja, Späti ist auch überall geil. Das ist gut an Neukölln, an jeder Ecke kriegt man auch Zero dann. Du hast kein Besteck geholt. Du hast dir eine Cola Zero geholt, aber kein Besteck. Hol uns Besteck, Christoph. Ich muss jetzt essen. Rafa, Besteck. Einfach mit Händen essen. Einfach mit Händen essen. Ja, man übertreibt dann, wenn man etwas lange nicht hatte. Noch ein bestellt, noch ein Sandwich. Morgen Fotoshooting in Unterhose, sieht aus wie ein Schwamm morgen. Werden wir dann sehen, wie ein richtiger Schwamm. Ah. Geil. On the road again. Guck mal Leute hier, das ist Rafa, das ist der Liebling, ne? Der Mule. Monster Mule. So ein bisschen mit Ingwer-Geschmack. So, ich muss jetzt zum Fotoshooting. Ich bin ja Model, wisst ihr ja, nicht? Nee, ist halt der Timo, mein Kameramann quasi, hat so einen Kooperationspartner, die machen diese Eisboxen, wo man sich so reinstellt. Und da hat er mich gefragt, Göcki, wir brauchen da so ein Model hier. So, ich habe gesagt, okay, ich bin direkt nach Keto. Da weiß er aber nicht, dass ich schon seit 3 Tagen wieder Teig fresse. Ich sehe jetzt aus wie ein Schwamm gleich. Und Rafa geht mir seit shoppen, ne? Ich gehe bummeln hier. Gehst du bummeln? Kudamm ist das direkt. Oder er stellt sich auch mal eine Eisbox. Aber ich denke halt, es ist gerade so kalt draußen, Alter. Ich könnte mir gerade was Geileres vorstellen, als wenn ich eine Eisbox züchtel. Gerade Rafa gesagt, wir müssen eigentlich jetzt nach Ägypten oder so fliegen. Weißt du, es ist ein bisschen kalt. Aber okay, machen wir mit. Gibt ein bisschen Money, Money, Money. Kann man mal gebrauchen in schlechten Zeiten, ne? Und dann kann man es wieder auf die Kacke hauen. So. Restart your body. Timo ist am Start. Hi, Christoph. Freut mich. Hallo. Äußerst ungewöhnlich. Sieht man sich wie im toten Meer. Das ist Floating und es soll so ein Salzwasser, würde ich mal simulieren. Wo du halt so auf dem Wasser liegst, Schwerelosigkeit. Ja, sowas kann man hier auch machen. Aber wie gesagt, ich mache jetzt gleich Fotos. Ich muss halt ehrlich sagen, mir wäre sowas zu langweilig. Eine Stunde, was soll ich da machen? Also ich krieg schon Rappel, wenn ich am Meer liege, am Strand und denke mir, was mach ich hier? Das hat nichts zu tun oder was? Ich kriege gerade, was ist das genau? Das ist eine feuchte Anwendung gegen müde Augen heute vor allen Dingen, aber präventiv auch gegen Falten zur Kollagenproduktion. Das ist hier so Stickstoff? Genau, das ist Stickstoff, den blasen wir jetzt quasi an die Gesicht. Das Kälte kann auch gegen Schmerzen, ne? Genau. Gegen Schmerzen, gegen Entzündungen kann man das auch. Rafa ist der Babysitter für Taco. Wir haben gefilmt, das ganze Team ist versammelt. Timo, so dreht 3-4 Stunden, ne? Wenn man gut durchkommt. Das ist sogar richtig gut. Wir machen, wie gesagt, ein bisschen die Werbeclips, das ist dann TikTok, Social Media hier für Kyo Point und Timo hat es ja drauf. Deswegen ist also auf cool. Geht's. Gucken. Let's go. Okay, du kommst aber von da reingelaufen. Ja. Wie gesagt, ich mache direkt ein kurzes Interview mit dir. Wenn du rauskommst, Maske ab und kurz erzählen, wie war es. Leute! Geil! Man merkt richtig, wie so die Haare abstehen, ne? Und es ist so die letzten Sekunden so ein kleiner Kampf, da muss man sich ein bisschen überwinden. Aber dann, jetzt, wo man rauskommt, das ist wirklich. Also die Wärme kommt so von innen, ne? Also das ist wirklich verrückt. Premiere für dich, Rafa, noch nie, ne? Gleich schrumpft alles hier. Gleich schrumpft alles.
das, was man schrumpfen kann, ne? Ready? Ja, go! Ja, heute noch nicht. Heute noch nicht. Willst du heute nochmal? Ich glaube, ich lasse es heute. Heute kannst du auch bei dem Wetter rausgehen. Nee, aber schon ein geiles Gefühl. Noch gehst du auch noch rein? Nee. Ich muss ja auch noch probieren. Komm. Nein. Das ist lustig. Muss man einmal auf jeden Fall gemacht haben, ob man das regelmäßig anwendet. Auch bei den ganzen Anwendungen hier, ne? Ich bin immer so, muss mal gucken, was einem wirklich irgendwie ein bisschen weiterhelfen kann. Aber ich glaube, das Kälte-Ding hat definitiv schon seine Berechtigung. Man merkt einfach auch, dass der Körper ein neues Gefühl danach entwickelt und der Körper komplett runterreguliert und dann wieder hochgeht. Also kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, das ist ganz lustig. Also. Ich schaffe es doch. Die Männer stellen sich ja immer ein bisschen ab. Taco, verabschiede dich von deiner Mama. Was schaffen? Ich erfriere jetzt. Okay. Okay, let's go. Taco, du bleibst lieber hier. Das haben wir eigentlich schon vor langem nicht mehr gemacht, sich so einfach vernähen. Ja, wir sind nicht so oft am Kudamm, weil mit dem Fußvolk geben wir uns ja ungern ab. Ja, nee, hin und wieder ist immer ganz entspannt hierher zu laufen. Es ist einfach zu kalt. Also ganz ehrlich, Rafa, hier draußen ist genauso kalt wie in der Kältebox. Also ja. Macht keinen Spaß. Lok, wir wandern ja bald aus. In die Sonne. In die Sonne. Und wir haben ja schon mal Barcelona gebucht, schon mal für 5 Wochen testweise. Girls, what you learn is a dumb thing, thing. Oh yeah, Leute. Geiler Laden. War ich noch nie drin, 1000 Mal vorbeigefahren. Lok ist geil, ne? Das ist geil, Christoph. Das hier alles selbst so. Frühstück. Ja. Rafa, guck mal, hier hätte ich auch Keto machen können. Aus ihrer Schokolade, ja. Sehr gut. Nicht verkehrt. Die habe ich in Miami immer gegessen. Zeig mal. Die sind so lecker. Okay. Mit Schoko sind aber geil. Also ja, die gibt es auch mit Schoko hier. Aber ich mag die mit dem Crunchy. Nimm mal beide mit. Ne? Ja, Leute, ich muss schon sagen, hier haben die echt ein paar geile Sachen am Start. Ne? Auch hier diese ganzen Hershey-Schokoladen. Die haben echt eine Auswahl wie in Amerika. Die hätte ich nicht gedacht. Also. Ja, was gibt's jetzt hier? Burger. Die Uhrzeit. Ja klar. Bist du verrückt oder was? Ja, ich muss ja was essen, sonst werde ich so also ein Lauch. So wie ich. Glaubst du, isst nix? Taco? Auch nicht. Und das mittags, Rafa. Oh, schämst geil, du dich nicht? Ey, lass mal an. Rafa konnte ich noch nicht vom Fasten überzeugen. Ist auch nicht dein Ding, ne? Kann man mal machen, ist ne? Ist auch nicht jedermanns, aber... Aber wenn so ein schöner Burger einen anlacht, ey, was... was riecht aber auch wirklich gut, muss ich gestehen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier geht's weiter, ey. Komm, wir nehmen was mit heute Abend. Ich sehe schon, komm noch, ey. Ja, was für heute Abend? Keto war ja dagegen echt noch ein bisschen gesund, ne? Mit den Fetten. Bei dem Zucker, den ich jetzt schon wieder fresse, Rafa, ey. Das war keine gute Idee, glaube ich. Oh Gott. Ja, Rafa. Schön Demo am Start. Ja, ist halt Berlin, jeden Tag Demo, ne? Egal was. Immer Demo. Lok kauft Donuts hier. Wir gucken Demo. Schön Michael Jackson dabei, nicht? Ja. Was willst du mehr? Geht ab. Freiheit für Iran! Freedom! Nach draußen demonstrieren die. Ja, und ich habe Donuts geholt, ganz Donuts viele, cool. Damit du nicht verhungerst. Zum Glück geht es uns hier in Deutschland so ich gut. Ich nehme das mal. Ich nehme das mal an mich, sicherheitshalber. Ja. Oh ja, mach das mal. Rafa, mach mal auf, wir gucken, was da drin ist. Was hat denn die noch gekauft, hä? Oh. Geil, oh Milo. Oh. Du Scheiße. Träumchen. Zuckerschock. Das gibt Diabetes. Das Ding ist, noch ist immer nur ein halb. Den Rest können wir uns reinfangen. Look, tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead, I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype. Nah, no need for